Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 19.05.2021. Und unser DAX muss ein bisschen aufpassen, dass er jetzt hier nicht hinfällt. Ist ganz schön im Schludern, im Schleudern. Hat eigentlich jetzt genau das gemacht, was wir gestern eigentlich besprochen haben. Also sogar ziemlich genau, ne? Wir haben darüber gesprochen, dass er gleich das Aufwärts, einen kleinen Aufwärtsvorteil einfach kriegen könnte. Durch dieses Aufdrehen, dass sich hier vielleicht nochmal nach oben stellt, dass man aber sehr genau aufpassen sollte, wie er sich dann eben auch am neuen Hoch insbesondere verhält, ne? Weil es durchaus sein kann, dass er das wieder nach unten umkippt und dann rote Kerzen stellt. Und man sollte darauf achten, wenn dann nach diesem Hochstechen eben direkt rote Kerzen kommen, dass er dann durchaus nochmal an die 420 rangehen kann. Und wenn er auch drunter fällt unter 4,20, dass er dann bis 3,20 gehen kann. Das war eigentlich ja letztendlich die Aussage aus dem gestrigen Analysevideo. Wenn wir das mal so gegenüberlegen, ich glaube, die roten Kerzen, die waren für alle erkennbar. Das sollte keine große Schwierigkeit dargestellt haben. 3,20 haben wir nur auch erreicht, zumindest hier jetzt in der letzten Minute gerade eingefahren. Und von daher würde ich sagen, braucht man da gar nicht so viel Zeit verlieren. Wir haben jetzt hier einen interessanten Punkt angelaufen. Die 3,20 ist wichtig, die ist eine super Unterstützung. Das heißt, der Punkt, der kann jetzt zum Mittwoch definitiv nach oben richtig rammeln. Das heißt, wenn wir leicht schwach eröffnen und direkt hart kontern, auch achtet mir auf den Xetra, auf die Xetra-Öffnung. Hackt er dort wie ein Gestörter nach oben, dann steigt er bis Tagesende durch. Ja, das heißt, man darf sich hier noch nicht zu sicher sein, dass er zu tief fällt, weil 320 ist eine wichtige Stelle halt. Ne? Das ist einfach eine wichtige Stelle im Anstieg gewesen. Ne? Da hat er ganz, 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 ganz lange hier am, was war denn der 14. gewesen? Das war nicht vorgestern. Das kommt mir vor wie vorgestern. Naja, der vorletzte Handelstag war es gewesen, der Freitag war es gewesen. Da hat er sich ganz, ganz, ganz lange auf der 320 von unten abgestrampelt. Das ist von oben jetzt einfach, da erinnert er sich dran. Der Chart erinnert sich immer dran an das Volumen, was da auch umgesetzt wurde. Das war ja letztendlich der Schlusskurs von diesem Vor-Abwärts-Gap-Tag, ne? Da hat er sich unten dran geschlagen und das ist von oben jetzt auch eine Unterstützung. Das heißt, dreht er sich auf der 3,20 wieder stabil nach oben und drückt schöne lange grüne Kerzen hoch, stellt sich wieder über 3,80, über 4,20, dann geht nach oben wirklich die Chance auf und er kann dann durchaus auch schon mal vielleicht einen Tacken mehr anlaufen, vielleicht sogar schon in der 600 angehen. Das wäre jetzt für den Mittwoch vielleicht viel verlangt, aber es würde dann am Donnerstag erreicht werden. Der Mittwoch würde das vorbereiten und deswegen passt man hier auf jeden Fall auf den Start auf. Wenn ihr aber seht, dass der genau das macht, was er jetzt am Dienstag auch gemacht hat, und er fängt wieder an mit rote Kerze, rote Kerze, rote Kerze. Na, dann geht das Ding langsam nach unten ein bisschen ins Tempo rein halt. Ne? Und dann haben wir weiterhin hier einen Einlaufbereich, einen Zielbereich, der hier durchaus im Bereich, wir hatten Anfang der Woche gesagt 15,70, da bleibe ich auch immer noch dabei. Wenn er es schon mal richtig machen will, darf er auch die 15,35 anschießen. Aber das wäre jetzt hier so Rücklaufzone. Ne? Hier und in die 1,10 bis 15,70. Da hat er sich zuletzt immer wieder, ne, diese ganzen, ich sehe das hier, die ganzen Käufer, die immer wieder wach geworden sind, die müssen hier dann zeigen, ob sie das Ding noch halten wollen. Und deswegen würde ich schon sagen, wenn es den Kerl hier noch weiter runterschmiert, da können wir ja vielleicht so einen Trigger mit reinsetzen unter 2,70 oder 2,16, glaube ich schon, dass der das noch fertig macht, dass er hier noch weiter spielt. 1,80 ist wichtig, 1,50 ist wichtig, die 1,10 ist dann wichtig und eben dann im Bereich um 15,70 mit kleinem Überschuss Richtung 15,35. Ne? Und von dort hätte er dann nochmal eine Chance, sich hier was Neues draus zu stricken, halt, dass er das dann auffächert, ne? Dass er hier raus sich noch eine weitere Welle generiert. Wenn ihr mich fragt, glaube ich, würde dann bloß kurzfristig hochkommen, vielleicht nochmal in den Bereich 300 laufen und dann nach hinten abknabbern, sodass das hier ein größeres Korrekturmuster ist, wo wir hier den ersten Abwärtsteil gesehen haben, dass jetzt hier einfach dreiteilig nach oben gelaufen ist, etwa auf gleiche Höhe zurück und dann jetzt hier nochmal etwas nach hinten einfach zurücksetzt halt, ne? Dass er das hier dann einfach nochmal so ein bisschen zurückschiebt und zur Seite treibt halt, ne? Also dass so zack, 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 das dann gemacht hätte. Das heißt, er würde von hier einfach nochmal hier in den Bereich hochlaufen und dann hier unten nochmal draufsetzen. Und dann könnte er sich überlegen, was das dann am Ende werden soll. Das wäre so ein bisschen grundsätzlich meine Erwartung. Einfach auch oft, wir haben ja im Tageschart drüber gesprochen, mit den Bollinger-Bändern und so weiter. Wir können ja auch dort mal gucken. Wir sind hier eigentlich fertig, ne? Das habt ihr verstanden. 3,75, 4,20 nach oben, das wäre ein leichter Trigger, wenn er schnell kontert. Ansonsten unten raus natürlich erstmal Chance.
Wenn er schwach bleibt, seid euch da nicht so sicher. Ne, wenn der gerade Xetra guckt ins Xetra schaut, haben wir gestern auch gesagt, ne? 9 Uhr, 39 bisschen gucken, wenn er danach, das hat er perfekt gepasst. Ne? Was hat er gemacht? Hat Punkt 39, hat er nach unten die Motoren angeschmissen und hier durchgeschoben. Ich glaube, hier muss man jetzt zum Mittwoch nicht bis 39 warten, das dürfte sich eher entscheiden. Da reicht wahrscheinlich schon die erste 5-Minuten-Kerze im Xetra, um das ein bisschen einordnen zu können. Und wenn die hart nach oben kommen, dann, na, dann kann, hat der Tag Potenzial, bis zum Abend nach oben wieder durchzuschieben, halt, ne? Weil die Leute jetzt auch wieder zu geil wären auf der Shortseite. Ja, habe jetzt bei mir im Chat schon die ersten gehabt, die jetzt hier direkt gleich reinstürzen wollten ins Nachtrisiko, ins Gap-Risiko. Das ist meistens dann immer nicht ganz so treffend, ne? Das ist dann meist eher, dass er dann nochmal versucht nach oben zu kommen. Aber wir gucken uns mal an. Also das sieht ganz gut aus. Er hat auch jetzt das letzte kleinere Tiefe unterboten. Das heißt, er kippt jetzt hier auf jeden Fall schon mal den Aufwärtstrend von hier. Und da ist jetzt die Frage, dreht er den wieder hoch, um sich eine neue Basiswelle hier nach oben rauszustrecken? Ne? Das stände ihm ja zu. Oder drückt es sich jetzt hier das hier einfach nochmal nach unten? Das wird ich fast, es wird mir persönlich einfach ein bisschen besser reinpassen in die übergeordnete Lage auch. Der DAX ja da immer noch im Abschluss ist. So, und da sind wir jetzt wieder beim Thema hier. Oberes Band und so weiter. Da muss er raus. Da haben wir gesagt, muss er unten raus. Haben wir oben raus. Haben wir jetzt vor, ich weiß gar nicht, im Freitagsvideo, glaube ich. Oder für den Montag, da haben wir drüber gesprochen. Also auf jeden Fall muss es nach dem Freitag gewesen sein, da stand der Tagesschluss nämlich schon, also war es im Video für den Montag, haben wir darüber gesprochen, dass er hier aufreißen muss, oben oder unten, um sich erstmal wieder richtig lang Bewegung freizuschlagen. Wir haben gesagt, wenn er sich oben rauslehnt, dann geht er hier in den Bereich um 49 rein. Wenn er sich unten rauslehnt, geht es eher in den, ja, geht es ein ganzes Stückchen tiefer, dann sogar 14.300, 14.100 hier, aber auch, ja, hier mal reinstechen, 14.500, 14.600, also er muss es aber aufdrehen. Ne? Ja, das ist ganz klar, das ist ihm zuletzt hier mal gelungen, da hat man gesehen, da hat er ganz schön was unten raus, es ist ihm davor, ach, rutsch mit, Chart, benimm dich, komm, rüber, rüber, hier ist es ihm auch mal gelungen, ne? Das sieht er auch, dieses Durchstechen, dieses Starken einfach, immer wieder da durch, 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 immer wieder hochgedrückt und dann geht er mit Schmackes durch. Und wenn das Band einmal nach unten aufgedreht ist, dann geht da auch ein bisschen mehr Bewegung. Das hat hier ganz gut geklappt. Das war natürlich Corona, das war ein bisschen übertrieben. Hat aber auch hier ganz gut geklappt. Ne, da kann er immer ein bisschen in Übertreibung gehen. Deswegen wäre für mich das einfach wichtig, das noch abzuwarten, bevor man hier wirklich richtig aggressiv das Shorten anfängt. Das ist auch viel leichter dann in so einer Bewegung zu shorten. Ne, also in, jetzt dauert es wieder, in so einer Bewegung hier Punkte Short zu holen oder in sowas, das ist viel, 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 viel leichter als hier in diesem Gescharre immer wieder halt. Ne? Das sind dann Trades, die laufen dir direkt an. Das ist wie wenn man hier oben raus Longs mitnimmt. Die laufen einem auch keine 15 Punkte dann ins Minus, ne? Wenn er da einmal oben anfängt rauszutreiben. Ja, und die meisten, die sitzen dann da und wollen Short und denken sich, ja, das sieht da jetzt Short aus. Ne? Die werden durch sowas nochmal schön bestätigt und angereichert und fühlen sich bestätigt mit, ach, neues Hoch. Da muss ich Short reingehen, das ist super einfach und dann hauen die jedes neue Hoch oben, hauen die Short rein und dann treibt es den Markt so schön nach oben. Das ist so leicht zu handeln, wenn man denn ein bisschen weiß, wie man es macht und worauf man achten muss. Aber hier unten raus, das wird auch angenehm. Es wird schwierig vom Start oder ist schwierig vom Start einfach auch. Aber wenn das einmal aufgeht, das Band. Und von daher, wir sind hier noch drin. Wir sind einfach noch zwischen den Bändern. Er hat nicht aufgereist. Das ist quasi noch eine Seitwärtsrange. Da gibt es noch keinen Triggerpunkt. Und von daher würde es mich auch nicht wundern, wenn er sich da ein bisschen mehr unten rausgönnt. Weil die... Was habe ich denn jetzt gemacht? Nee, doch, da wollte ich hin. Weil die anderen Sachen, die kriegt er sich erst freigeschlagen, wenn er da rausgeht. Von daher, das ist, ich bin hier gespannt, wie die 320 jetzt reagiert. Für mich ist das eine super Unterstützung. Könnte mir sogar vorstellen, dass er das jetzt direkt zum Start eben am Mittwoch gleich versucht, nach oben zu verteidigen, zu halten und dann versucht, auf grüne Kerzen umzusteigen. Aber wenn das nicht kommt, wenn das nicht kommt, dann gibt ihm noch ein bisschen Raum hier. Ne? Also 2,70 ist dann die nächste, dann die 1,80 und dann kommt hier der spannende Bereich so unterhalb von 15.100 bis 15,30. Ne? Und da könnte er sich dann, wird er sich wahrscheinlich drauf stabilisieren, wieder hochdrehen. Na, und dann wird man sehen, ist es Fisch oder Fleisch, dreht er dann nämlich hier in dem Bereich wieder deutlich mit Druck nach unten. Dann kann man schon mal antraden auf diesen Tageschart-Bollinger-Ausbruch.
Na, und oder wenn er dann hier eben gerade nach oben durchsteigt, lange grüne Kerzen, dann muss man zusehen, dass man langsam Ballon reinkommt, weil dann drückt er nämlich eine ganz kräftige Welle dann auch oben raus. Na, und von daher ist hier ist dann eigentlich die Entscheidung, wenn er denn hier unten den Pullback noch sauber macht. Na, so, und die 320 ist halt hier schon so eine erste Hürde halt. Na, das ist schon, da kann man schon ein bisschen zum Vorgefühl kriegen, wie tief der jetzt eben unten noch mit rein will. Gut, von daher, der Dienstag eigentlich soweit, ja, auf Kurs gewesen, oben nicht raus. Schön die roten Kerzen dahinter gestellt, 420 Uhr unterboten, dann auf die 320 runter, das passt, hat auch ganz gut gepasst. Mehr wollte man gar nicht von ihm sehen und jetzt halt weiter. Na, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg zum Mittwoch, holt euch eure Punkte und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschö.